Ich dachte, ich komme dann nach rechts. Wie komme ich dann nach rechts? Okay, dann Norden gibt es eine Möglichkeit und Süden. Aber ich schaffe das nicht mehr, leider. Die einzigen Möglichkeiten wären tatsächlich... Wenn das jetzt super läuft... Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich darf nur keine Autos rammen. Was für ein Wendekreis, nicht vorhanden. So unfassbar schnell, oh mein Gott! Wie auch immer, egal. Jetzt muss ich hier nur noch den Scheiß finden. Toll, super, ey. Wo geht denn die Brücke da entlang? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Irgendwo gibt es hier eine verschissene Verbindung. Aber wo? Da, alles klar. Fuck, 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 fuck. Mission fail. Das Nervige ist dann halt nur, ja, die Polizei sucht mich. Ohne Erfolg. So, für den Multiplikator nehme ich sowas gerne in Kauf, aber oh, nicht für nichts. Bitte? Du kannst am Baum vorbeifahren? Dankeschön. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Hätte ich das mal früher gewusst. Ah, ärgerlich sowas. Sowas ist echt ärgerlich. Oh mein Gott, komm! Nein! Ah, ich dachte, es wäre nur eine Gerade. Okay, dann schaffe ich das auf keinen Fall. Nein, ah, egal. Schade, schade, schade. Hätte ich früher gewusst, wo es ist, dann hätte ich es auch geschafft. Also, dass ich erstmal rübergehen muss und so, und wenn ich da nicht zweimal lange vermischen will. Ja, toll. Fuck you. Ja, ficken, Mann! Du hast die Sache in den Sand gesetzt, du hirnloser Scheißkerl. Denk dran, dass ich dich auf ewig in den Knast bringen kann. Wäre besser für dich, du würdest jetzt keinen Mist mehr bauen. Ach, halt die Fresse, du Wichser, ey. Scheiße, das ärgert mich ja selbst. Du bist ja nur so ein Stück Scheiße, dann bewegt deinen fetten Arsch zu den Telefonzellen. Wenn ich Glück habe, wenn ich jetzt zu Fuß lang gehe, interessiert sich die Polizei nicht mehr für mich. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, leider. Kann auch sein, dass sie mir jetzt hier auf der Brücke folgen irgendwie und ich das zu spät sehe und die mich festnehmen und ich die Hälfte meiner Multiplikatoren verliere, was ich nicht gut fände. Nee. Ah, fuck, ey, das ist so ärgerlich, echt. Das regt mich echt auf. Ich meine, weiß ich nicht, ist blöd gelaufen. Es ist so ein bisschen Twilight Error gewesen. Weil jeder fährt natürlich erst mit dem Pfeil entlang. Merkt dann erst, oh, scheiße. War jetzt nicht so gut. Komm, Auto. Auto, kein Bus. Auch kein Motorrad. Nee. Bisschen Anspruch habe ich schon. Oh, okay, der ist auch nicht viel besser, aber... wenigstens etwas besser. So, jetzt brauche ich erstmal eine Werkstatt. Oh! Mal kurz checken. Ist hier keine Werkstatt? Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ach, leck mich. Ja, muss ich mal kurz wieder zurück, oh. Da ist hier noch eine Pistole. Au! Fahren wir noch mal ein bisschen hier lang. Warum eigentlich nicht, ne? Für die Putz ist noch ein bisschen aufs Glatteis. Drei, nein! Nein! Fuck. Okay, das Spiel ist abgestürzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das machen soll. Ja. Also, ich werde heute auf keinen Fall die zweite Mission spielen. Ich werde jetzt nochmal neu starten. Und hole mir die drei Multiplikatoren. Und ich werde jetzt höchstwahrscheinlich... also, ich hole nicht nur die drei Multiplikatoren, sondern ich werde dann auch erstmal schön, ne... hier ein bisschen hier Maschinengewehr und sowas sammeln und... Ah, wobei, vielleicht haben wir die Chance, das nochmal gut zu machen. Ich versuche den gleichen Trick wie bei Final Fantasy 8. Ich mache die Playsee mal auf und mache die einmal zu. Ich habe zwar keine Hoffnung, dass es funktioniert, aber egal. Falls es nicht funktionieren sollte, sehen wir uns hier wieder mit vier Multiplikatoren. Also mit dem Multiplikator mal 4. Ich werde die eine Mission noch nicht gemacht haben, wo ich so quer durch den Park rennen muss und alle umbringen muss, weil die hebe ich mir für später auf, damit ich da mehr Punkte bekomme. Weil höherer Multiplikator und höhere Punkte, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich werde aber höchstwahrscheinlich, werden wir uns wiedersehen, wenn ich bei der Mission bin, die ich gerade verkackt habe. Und diesmal werden wir sie schaffen. Hoffe ich mal. Also, ne? Bis gleich. So, ich bin gerade am Sammeln und ich habe genau hier eine Gefängnisfreikarte gefunden. Wir sind jetzt hier in der Nähe der beiden Multiplikatoren. Ich wollte jetzt gerade eigentlich die Panzerung erstmal holen. Und zwar sind wir jetzt in... Wo sind wir denn? nicht in Northeast, sondern in... East, genau. East, Little Dominica, bla bla bla.
So, ich sammle mal weiter, ne? Bis gleich. So, Freunde, nach knapp einer Stunde Aufnahme effektiv, ja, 340 Punkte. Schade eigentlich, dass er jetzt abgeschützt ist. Aber wir haben vier Multiplikatoren und ich habe die Gefängnisfreikarte, wie gerade kurz erwähnt, und Maschinengewehr und alles, nur keine Panzerung. Die habe ich irgendwie nicht gefunden. Und da drin ist noch ein Multiplikator, sehr gut. Ich bin nämlich mal jetzt zur Kiste zum Strand gefahren, die mich ja schon immer gereizt hat. Aber ich glaube, da war noch eine, die mich gereizt hat. Ich weiß gerade noch nicht, wo die ist. Ja, und ich würde sagen, jetzt mit fünf auch Multiplikator direkt zu Beginn können wir jetzt auch so langsam mal die Mission starten. Ich werde, denke ich mal, doch nicht die mit der Ollen nehmen, sondern ich versuche jetzt mal irgendeine andere. Kein Plan, welche ich nehme. Ja, komm du erstmal her, Wagen. Also, wir haben gleich die ersten 1000 Punkte. Oh mein Gott, es fehlen ja nur noch dann 2.999.000. Aber hey, auch die können wir gut hin. Wir haben gerade gesehen, hat eine Mission 250.000, ne? Ja, schon nicht ohne. Was ist da drin? Maschinengewehr, hey. Ich meine, aber hier war auch noch jemand im Norden, so irgendwie, oder? Hier zum Beispiel. Noch ein Maschinengewehr, okay. Meinetwegen. Hier vielleicht noch mal jemand, ne? Na, oder auch nicht. Oh, Entschuldigung. Ich habe dich zwar gesehen, aber ich konnte nicht mehr reagieren. Meine Hände wollten zumindest nicht reagieren. Okay, da kann ich eh nicht lang, ne? Ne, ist Mauer, ist klar. Aber ich meine, in der allerletzten Mission ist, glaube ich, hier eine Panzerung. Also da so an den Palmen, da so, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja gut, komm, wir fahren zum Telefon. Ihr habt gewonnen. Seid schon so geduldig. Boah, spiel doch mal Tennis, Mann! Pistole, wow! Ja, ich glaube, die, genau, die eine Panzerung, die ich jetzt nämlich nicht gefunden habe, ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, dass die nur dann spawnt, wenn wir auch die Mission machen. Ich kann mich täuschen, auf jeden Fall, aber das könnte ich mir vorstellen. So, ich glaube, in der letzten Mission hatten wir auch schon so einen Raketenwerfer, der, glaube ich, nur dann gespawnt ist, wenn wir den brauchten. So, meine Ex-Frau ist mit den Kindern abgehauen. Ich will die kurzen zurückhaben. Sie sind in Felicity. Wo ist denn Felicity? Geil, okay, gucken wir kurz auf die Karte. Boah, schon relativ weit weg. Also, kurze Fahrmission haben wir hier auf keinen Fall. Nicht schön. Also, sag mal, klingt da eigentlich in einer ganz schönen Einstiegsmission. Entschuldigung. Ah, fuck. Warum kann ich da nicht lang? In dem Schild. Das ist Aluminiumschild oder Pappe. Keine Ahnung. Kann ich da so hin? So? Ich kann da hin, ja. Aber ich komme nicht durch. Toll. Ui, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ah, fuck it, ey. Mann! Es läuft heute wirklich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das finde ich sehr, sehr schade. Also allein schon, weil der Anfang, da habe ich zu viel rumprobiert. Also ich, sowieso, also wenn es bei mir scheiße läuft, dann läuft alles scheiße. Weißt du, das Gute ist, selbst wenn ich diese Mission jetzt hier in dieser Aufnahme nicht schaffen würde, habe ich auf jeden Fall schon einige Vorkenntnisse, um mir die Mission fürs nächste Mal zu erleichtern. Das heißt, ganz so unproduktiv war es dann doch nicht. Aber heute müssen wir es erstmal schaffen. Das Bestätigungsgeschenk lasse ich da oben mal liegen. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Der Wagen gefällt mir übrigens ganz gut, den ich jetzt gerade habe. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Komme ich da unten auch raus? Ich glaube nicht, ne? Nein, natürlich nicht, ist ja klar. Ein bisschen den Parkplatz versauen. Mit meinen Reifenspuren. Das soll auch noch rammständig werden. Reifenspuren. So. Ui. Oh, achso, nee. Ach, jetzt sind wir hier im Park. Schatimt ja. Da war ja auch noch was. Oh, warte. Ja, bei dir, Punktu. Dann packen wir auch eine Kiste. In dem Wagen? Nein. Ich hab dich doch abgeschossen! Mann! Fick dich! Aber nicht Mission Failed. Okay, das ist ja schon mal viel wert. Nur schade um die Gefängnisfreikarte. In den Wagen steige ich nicht ein. Das ist garantiert eine Falle. Okay, garantiert nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Deswegen klaue ich lieber ein. Die sind ja den Bocker. Hallo? Er geht an die Tür und macht nichts. Ist auch gut. Ah, Mann, so eine Scheiße. Ist ärgerlich, Mann. Ist richtig ärgerlich. Bus, musst du jetzt gerade jetzt hier lang fahren? Vor allem, jetzt ist mir schon mehr passiert, ne? Also, erstmal habe ich noch nichts geschafft. Doch eine Mission habe ich heute schon geschafft in einer Stunde. Wow! Und, hinzu kommt noch, dass ich beim letzten Mal kein einziges Mal festgenommen wurde und auch, okay, gestorben bin ich, glaube ich, schon. Aber, glaube ich, auch erst gegen Ende, als ich sowieso schon das quasi geschafft habe.
Ja, und es war im Endeffekt egal. Und jetzt habe ich ja noch gar nichts erreicht und werde festgenommen. Verliere direkt meine Scheißkarte. Warum? Weil ich die falsche Waffe alle hatte. So. Bring die Kinder nach Banana Grove zurück. Paul, die wartet da auf dich. Und pass auf die Alte, wird die Cops rufen. Ja, sehe ich jetzt schon. Alter, mit dem Wagen, wie soll ich denn hier mit irgendwie fliehen? Und dieser scheiß Bus. Wenn Paul drauf geht, verbringst du den Rest deines Lebens im Krankenhaus. Darauf kannst du dich verlassen. Alter, das ist der beschissenste Wagen. Ich werde damit, der fährt so langsam. Damit kann ich wahrscheinlich nur Leute anfahren und nicht überfahren. Aber ich glaube, der ist relativ stabil. Boah, der hat auch eine Lenkung, ne? Wie ein Sattelschlepper. Wow. Ich heize ja schon richtig. Wow. Hoffentlich werde ich nicht geblitzt. Alter, dieser Wagen. Ne? Weil an sich ist das ein, schon grundsätzlich ein ganz entspanntes Fahren. Ich würde gerne wissen, was in der Kiste drin ist. Sehr gerne würde ich es wissen, ja doch. Maschinengewehr, war klar. Wurde mir das zum Verhängnis? Das ist nicht das richtige Haus, du Schwach drauf. Bring den verdammten Wagen nach Banana Grove und zwar sofort. Bin ja dabei. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, wir sind schon bei Banana Grove. Soll ich ein Telefon klingeln? Ich glaube, ich habe gerade ein Telefon klingeln gehört, ja. Oh, Alter. Das ist eine schleppende Aufnahme. Ich meine, sonst war der Anfang immer schleppend. Weiß ich auch nicht, okay. Ich meine, da war auch irgendwas mit den Gleisen. Aber jetzt das hier. Ja, die Aufnahme wird ja so schon 3 Stunden lang. Auch wenn effektiv nicht. Jetzt, ich werde jetzt kommen, Polizist nimmt mich fest und ich verliere mein Multiplikator. Nein, doch nicht. Okay. Verpiss dich doch mal, du Kacktruck. Aus dem Weg! So, Alter, ey. Muss ich jetzt hier reinfahren oder was? Kann ich einen anderen Wagen nehmen, bitte? Hallo! Bring die kleinen Scheiß zum Hotel nach Vice Beach. Oh. Kannst du mir dich direkt am Telefon sagen? Oder wer? Oder habe ich gleich mit. Ach, kein Plan. Hättest du deinem Kollegen am Telefon sagen können? Dann will ich mal mit so einem lahmen Wagen. Rum und Manöver starten. Ich hab der Scheiß auch nicht. Oh, haha, danke schön. Das ist sehr vorteilhaft. War ich nicht hier auch jemand an dem Mittelstreifen? Ich habe ja sehr viel Zeit verbracht. Ich habe auch sehr viele Versuche für die letzte Mission damals gebraucht. Für den letzten Level, wenn ich Auftrag. Und ich meine hier auf dem Mittelstreifen. Ja, genau. Vielleicht ist es sogar Panzerung, ich weiß es aber nicht. Ich spiel gerade mit einer Hand. Und hab meine anderen gegen die Stirn gedrückt. So viel gesucht. Facepalm oder wie der Scheiß heißt. Oh, bergauf, komm. Gib Gas, Junge, gib Gas. Ah, die Kiste muss gleich nochmal auskundschaften. Kann auch sein, dass es einfach nur ein verschissenes Maschinengewehr ist. Kann aber auch ein Bestechungsgeschenk sein, was dann ärgerlich wäre. Ey, zum Glück habe ich halt keine 4 Köpfe, ey. Es ist sogar anstrengend für den Polizisten so langsam zu fahren. Muss man sich mal reintun. Oh, wenn es hier eine Karte gäbe, das wäre so toll, dann wüsste ich wenigstens, wie weit es noch weg ist. Aber wir sind schon in Central Vice Beach. Das heißt, so viel dürfte eigentlich nicht mehr kommen. Und so weit dürfen wir eigentlich auch nicht mehr fahren. Ach, geh mal weg, Polizei. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt da reinfahre und der Polizist steht direkt davor und nimmt mich fest? Ich meine, ich habe eine Gefängnisfreikarte. Okay. Aber es wäre trotzdem ärgerlich. Ja, guck, der hat da hier Unfall. Und so. Alter, bis hier, dass ihr mal manövriert habt, ne? Du hast deine Sache gut gemacht, Kleiner, und deshalb habe ich beschlossen, dass du heute Abend den Babysitter spielst. Was? Fick dich. Irgend so eine Reporterin hängt mir seit Tagen auf dem Fersen, schnappt ihr ihren Wagen. Okay. Ach, die Polizei ist weg. Hervorragend. Das ist doch mal sehr schön. Uiuiui. Ich meine, auf diesem Mittelstreifen, den ich jetzt eigentlich wieder mal besuchen wollte, da ist, glaube ich, was ganz Tolles drin sogar. Also, jetzt kein Multiplikator oder so, aber es könnte sein, dass das ficken. Dass das vielleicht eine Panzerung ist, die ich auf jeden Fall noch bräuchte. Vor allem, wenn jetzt hier irgendwelche bewaffneten Spackos sind. Darf ich nochmal laufen? Ah, okay, alles klar. So, nehmen wir das Taxi. Taxi! Ah, 63.000 haben wir schon. Wir haben noch nichts geschafft. Okay, eine Teilmission haben wir geschafft. Ich finde den Aufbau der Stadt finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich schon sagen, da gibt es auch ziemlich viele Bereiche, die jetzt halt nicht so ohne weiteres befahren werden können.
Jetzt brennt mein Auge ein bisschen, weil während ich offscreen gezockt habe, habe ich ein paar Cracker gefressen. Ich habe mir wohl das Salz in die Augen gerieben. Schön.